Jo, Mahlzeit, Freunde der Outdoor-Unterhaltung und Angelfischerei. Ich bin der Adventure Fox und begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ich bin wieder mit dem Bellyboot auf dem Wasser unterwegs. Die Raubfischschonzeit ist vorbei und ich dachte mir, erste Mal mit deinem Bellyboot auf dein Lieblingsgewässer. Ja, das dürftet ihr eigentlich schon aus dem Video von mir kennen. Ja, Hechtangeln im Herbst. Da habe ich nämlich etwas weiter hier drüben einen tollen Hecht gefangen. Ich dachte mir, ich versuche es jetzt einfach nochmal hier. Und später gehen wir dann mal noch auf die andere Seite. Da hinten ist ja die Brücke. Und später angeln wir quasi auf der anderen Seite von der Brücke. Weil hier ist nämlich ein Golfplatz und hier fliegen auch gerne mal die Bälle übers Wasser. Und ja, ich habe jetzt 3 Stunden Zeit. Es ist jetzt genau 6 Uhr. Und in den 3 Stunden sollte man eigentlich was fangen. Genau, ich fahre jetzt erstmal hier hinten das ganze Ufer ab. Habe heute meine beiden Z-All Black Routen dabei. Und ich fische wie immer mit meinem Lieblingsköder, den Westin Swim. Heute mal in einem schönen Hechtdekor. Mit schönen Rasseln drin. So, ich werde jetzt mal ein Wurf hier in die Bucht machen. Vielleicht steht da ja auch schon was. Und hier liegen auch schon die ersten Golfbälle im Wasser. Boah, Leute, Fisch! Ah, der erste Fisch! Oh, und der hat Bock. Der hat Bock, der Fisch. Boah! Ist auch ganz kämpferisch. Oh, es ist ein Hecht. Ah, neuer PB? Fragezeichen. Ich muss mal einen Kescher bereit. Oh, das ist auch ganz knapp gehakt, der Bursch. Oh. Mein Gott, ey. Na, das nenne ich meine Mutti. Und eingelocht. Oh, Leute, Hecht! Hecht numero uno! Oh, ist das ein wunderschönes Tier. Oh! Oh. So, Leute, hier ist der Hecht. Ah, ist das nicht ein Kravenzmann? Mein Gott, ey, so ein schönes Tier. Ach, eine richtige Mutti, Leute. Ah, ich vermesse die jetzt mal und dann ja, wird sie verarbeitet. So schnell kann es gehen. Ich bin jetzt einmal hier eine Runde rum und hier
hinten in der Bucht. Warte mal, da bin ich reingefahren. Und hier in der Bucht stand der Hecht. Jetzt gucke ich mal, ob hier eventuell noch mal einer steht. Und ja, mache hier jetzt noch ein paar Würfe. Fahre eventuell noch mal eine Runde ringsrum. Mal gucken, ob vielleicht noch ein Hecht anbeißt. Ansonsten fahre ich dann jetzt dann doch mal rüber. Ich sag mal so, bis um 9. Ich liege noch gut in der Zeit. Aber um 9 macht nämlich der Golfplatz auf. Und da möchte ich gern schon vor um 9 hier weg sein. Jo, ich tüte jetzt erstmal den Western Swim hier raus. Weil der Hecht hat hier nämlich ganz schön Palermo gemacht, der Kleine. Er hatte jetzt um die 95 cm. Ja, meine Skala hier geht leider nur bis 50. Aber mein Bellyboot ist 1,16 Meter breit. Und anhand den 1,16 Meter schätze ich da immer. So zwischen 90 und 95 cm hatte der. Aber ich muss mir mal eine Skala mitnehmen, dass ich die Fische hier genauer vermessen kann. Ja, Leute, ich tüte erstmal den Western Swim hier raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich bin jetzt gerade hier auf die andere Seite gefahren. Kurz mal noch die GoPro positionieren. So, genau. Ich fahre jetzt erstmal noch ein bisschen weiter da hinten, denn da warten nämlich noch ein paar große Krautfelder. Da kann auch der eine oder andere Hecht stehen und danach lassen wir uns einfach mit dem Westwind rüber Richtung Golfplatz treiben, da wo wir halt letztendlich herkommen. Ja, ich habe jetzt mal einen kleineren Western Swim dran gemacht. Das ist genau der 10 cm und sinkende. Ja, genau 10 cm, 34 Gramm und sinkend. Vielleicht steht hier ja doch auch noch der eine oder andere Hecht rum. Weil jetzt gerade im Mai verschlägt es die Hechte nämlich auch noch in die Uferbereiche. Beziehungsweise die verbleiben noch im Uferbereich, weil die dort ja auch ableichen. Nach dem Laichen haben die Hechte halt einen übelsten Hunger und halten sich deswegen auch in den Uferbereichen auf, weil jetzt der Friedfisch laicht. Und der Mittagstisch für die Hechte quasi mehr als gedeckt ist. Aber ich mache mich trotzdem mal noch ein bisschen weiter hier vom Schilf weg. Vielleicht bekomme ich ja auch einen Barsch auf den Swimbait. Das wäre auch mal was. Barsch auf Swimbait. Geht auch. Gerade bei den 10 Gramm Dingern. Gerade bei den kleineren Swimbaits kann auch mal ein Barsch drauf knallen. Okay Leute, ich würde sagen, ich melde mich beim nächsten Fisch, beziehungsweise wenn ich an meinem eigentlichen Ziel angekommen bin. So Leute, nächster Fisch. Wow, echt Sprung. Geil. Habt ihr den gesehen? Hoffentlich war da mein Arm nicht davor. Da wird er jetzt hin. Na, hoffentlich nicht ins Kraut. Hoffentlich ist er jetzt nicht ins Kraut, der Hecht. Ah, verflucht. Ah, jetzt kommt er. Kommt er. Ah, unter mir ist er. Mit Kraut. Ah, ist ein kleiner. Guckt mal. Hecht Nummer 2. Ja. Der ist gekeschert. Ja. So Leute, guck mal hier, Hecht Nummer 2. Ja, knapp über 60 cm. Tolles Küchenmaß. Ja, der kann sich doch sehen lassen, der Kleine. Schönes Tier. Echt schönes Tier. So. Jetzt mal noch
die Stelle abwerfen. Dann mache ich hier einfach noch ein paar Würfe auf Barsch. Also ich arbeite mich mal ein bisschen nach vorne. Ja, dann kommt ein Kumpel noch mit dem Bellyboot vorbei. Ich war 10 Meter vor mir. Sehr gut. Hä? Sehr gut. Der hängt im Kraut wahrscheinlich. Also nee, der kommt gleich. Da ist er. Oh, der hängt knapp, der hängt richtig knapp. Oh, wow, 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 wow. Mein Gott. Oh, was? Jo! Knappes Ding, Alter. Geil! Okay. Ist die Kamera an? Ja. Sehr gut. Geil. Geil. Alter, das war echt ein knappes Ding. Ich kann auch eine schöne Aufnahme von dir machen, wenn du willst. Jo. Wenn du die GoPro kurz abmachst. Dann... Ah, schön, Alter. Alter, aber der hing auch richtig knapp, ne? Der hing richtig knapp. Das hat kurz immer Schnapp gemacht und ja. der hat nicht mal irgendwie eskaliert oder so, der Typ. Fass mal im Nacken. Ja. Über den Nacken. Alter. Mal fette Vieren. Wenn du willst, kann ich ihn auch für dich präsentieren. Nein, alles gut. Nein. Oh, fuck. Deswegen. Oh, warte, da ist er doch. Oh, ja, nein. Mein Arm. Warte. Scheiße. Fällt, ey, komm. Ah. Oh, nein. Ach ja, Leute, das war ein Tag, sage ich euch. Mein Gott, das war eine Tour. Ja, mein Kumpel Ansgar war jetzt auch noch mit dabei, wie man jetzt in der letzten Sequenz sehen konnte. Ja, groß gebissen hat leider nichts mehr. Ansgar hat ein paar Bisse gehabt. Aber die kleine Bucht, wo wir gerade waren, die hat es echt in sich gehabt. Ja, Leute, auch nach fast 12 Stunden auf dem Wasser ist jetzt wirklich Zeit für Feierabend. Ja, 3 tolle Hechte gefangen, ein leider auf unglückliche Art und Weise verloren. Aber ja, die Saison hat erst angefangen, Leute. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, ja, teilt das Video gern und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt, ja, Hechtfang oder Spinfischen allgemein, Bellyboot fahren, Wadangeln und so weiter und so fort. Dieses Jahr haben wir nämlich richtig, richtig, richtig viel vor. Also seid gespannt auf kommende Projekte.